Hallo und herzlich willkommen zurück in Veggieheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute nehmen wir mal ein paar Kultisten auseinander. Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Gemüse-Challenge. Und ja, wie gerade schon angekündigt, heute geht's in die Kultistenhöhle, in den Dungeon. Da war ich persönlich im Spiel heraus oder vom Spiel heraus noch gar nicht drin gewesen. Letzten Freitag im Community-Projekt, ja, da waren wir drin, deswegen weiß ich so ungefähr, was mich erwartet. Aber in meiner ersten Staffel von Valheim bin ich da selber noch nicht drin gewesen, weil die gab's einfach noch nicht. Wer die gestrige Folge nicht verpasst hat, der weiß, dass ich mir ein paar Wölfe angelacht habe. Und die sind mittlerweile gezähmt. Ich habe mir auch noch einen zweiten Außenposten gebaut, das werdet ihr gleich sehen. Und ich würde sagen, ich schnapp mir ein paar Wölfe und guck mal, ob ich durch das Portal bzw. zusammen mit den Wölfen in das Dungeon reingehen kann. Ist mal ein Versuch, ich glaube es zwar nicht, aber ich möchte es trotzdem ausprobieren. Ich würde sagen, nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. So, Freunde, hier stehe ich quasi auch schon vor meinem Wolfsgehege. Ich habe noch zwei weitere gefangen. Die stehen jetzt hier alle Gewehr bei Fuß. Ich kann gerade mal reinhüpfen. Ja, das sind sie. Ich habe sie noch gar nicht umbenannt. Ich würde sagen, das machen wir mal eben zusammen, oder? Komm mal her. Zack. Das, du bist Wolfgang 1. Ist ja hier die Wolfgang. So, dann haben wir hier Wolfgang Nummer 2. Jetzt soll man es auch noch richtig schreiben, ne? Wolfgang 2. Und tschüss, Wolfgang 2. So, dann haben wir hier. Der sieht doch aus wie ein Wolfgang Nummer 3. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders kreativ, aber da die sowieso eine relativ geringe Lebenserwartung haben, bei mir muss ich mir keine neuen Namen ausdenken. So, Wolfgang Nummer 4 ist hier. Und, ja, dreimal dürft ihr raten, oder von mir aus auch fünfmal, das ist nämlich Wolfgang Nummer 5. So, sollen wir sie alle mal kurz, streicheln? Wolfgang 4 bleibt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Wolfgang 1 mit. Komm mal her. Oh, ja, wieder super ausdauermäßig, ne? Was treibe ich hier eigentlich schon wieder? So, Wolfgang Nummer 1, bitte einmal durchs Tor treten. Und nicht so schnell, Jacqueline, sonst musst du wieder kotzen. So, komm mal mit, Kollege. Ich würde sagen, da wo es nicht gefroren ist, da kannst du auch rennen, aber hier ist es überall gefroren, deswegen ist schon okay, wenn er langsam macht. So, jetzt haben wir wieder jede Menge von den Drachenfuzzis hier, die wir schon wieder gewaltig auf den Zünder gehen. Welche Pfeile habe ich aktiv? Feuerpfeil, okay. So, der war mal ein One-Hit-Wonder. Aber die Drüse, die nehmen wir noch mit, ne? Die lassen wir ja hier nicht verkommen. Dass das immer so riesen Blutflecken gibt bei den Viechern, das ist unglaublich. So, hier war doch auch noch ein Drache. Ich habe ihn doch schreien hören. Aber er schreit halt wohl gerne mal. Da ist er doch. So. Oh, der hat aber ein bisschen Abflug gemacht. Wo ist denn hier mein Wolfgang Nummer 1? Hallo? Wo steckt er? Hallo? Oh, der hat den doch nicht zerlegt, oder? Ich glaub's doch nicht. Seht ihr, was? Das ist genau das, was ich meine. Wolfgang Nummer 1 hat es noch nicht mehr überlebt. So, wir könnten hier eigentlich mal kurz einen Pfad in den Berg reinmeißeln. Ich sag ja, die haben eine relativ geringe Lebenserwartung bei mir. Also, wenn das so weitergeht, ja, oder wenn sich das hier wie so ein roter Faden durch das Wolfsleben zieht, dann brauche ich wahrscheinlich noch 30 Wölfe, um dass ich einen 500 Meter weiter zur Höhle bringe. So.
Dann Wolfgang Nummer 5, geh mal weg. Was machen die denn hier? Machen die hier Babys oder was da los? So, Wolfgang Nummer 5, mitkommen. Mann, ey, bleib doch einfach mal doof in der Gegend stehen. Das gibt's doch nicht. Komm her. Ich komm nicht an den, das ist ein fetter Wolf, oder? Komm her jetzt. Ja, was ist nu? So, der guckt jetzt einfach mal durchs Tor durch. So, Wolfgang Nummer 5, Hackengas. Ja, die Leute haben keine Zeit, die wollen die Folge sehen und wollen dir nicht zugucken, wie du hier durch die Gegend schneckst. Auf, auf! Ach, guck mal, man muss nur rennen, dann kommt er auch hinterher gerannt. Mann, oh Mann, es ist aber so, ist immer so schwierig, gutes Personal zu finden. So, da drüben sieht er schon meine Hütte. Ja, ich habe nämlich gedacht, da ich nicht so wirklich weiß, wie gut ich hier klarkomme, baue ich mir doch mal eben ein Hütchen hier hin. Natürlich einfach mal das Tor offen gelassen. So, und hier in der Hütte sind so ein bisschen Sachen, die ich zurechtgebaut habe, sodass ich quasi den Gemütlichkeitsbuff mitnehmen kann und mich reparieren kann. Und das Bett kann ich auch mal in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn es mich zerlegt gleich in der Höhle, dann ist wenigstens hier Stress angesagt. So. Wolfgang Nummer 5. Guck mal weg. Das hast du nicht gesehen. Das war auch nicht für deine Augen bestimmt. Hier, dieser Wolf, der steht doch einfach nur im Weg. Mein Gott, haben die eine riesen Hitbox. Ey, als ob ich Mammuts bei mir hätte. Unglaublich. So. Das habe ich auch einfach mal völlig lost vergessen. Ja, genau. Gönn dir doch einfach nochmal. Oh, jetzt geht's hier wieder los. So. Freunde, jetzt muss ich mich ganz kurz sammeln, denn das möchte ich alles nicht mitnehmen. Geh mal raus. Stinkst. Riechst du, wie sie streng. Ich glaube, die nehme ich mal mit, weil ich weiß nämlich nicht ganz genau, ob ich es brauche. Das nehme ich nicht mit, das nehme ich mit, das nehme ich auch nicht mit. So, ich habe es jetzt mal auf das Notwendigste reduziert. Die muss ich wegnehmen, ey, sonst ziehe ich mir die permanent rein, weil ich einfach zu dämlich bin. Silberpfeile habe ich dabei, Obsidianpfeile habe ich dabei. Ich würde sagen, wir aktivieren mal die Silberpfeile und lasst uns mal reingehen in die Höhle. Mal gucken, ob Wolfgang mitkommt hier. Komm schon. Komm. Auf, auf. So, die kann man zerstören hier. Leider bringen die nichts. Wo ist er denn jetzt? Oh. Ach, da ist er. Komm her jetzt. Rein da. Gucken, ob er mitkommt. Ich glaube es nicht. Ja, wie zu erwarten, bin ich hier auf mich alleine gestellt. Guck mal, hier kann man auch gleich Kristalle farmen. Ja. Die braucht man übrigens nicht abbauen. Da muss man einfach auf E drücken. Zwinker, zwinker, Robin, zwinker, zwinker. So, eigentlich muss man immer zusehen, dass man alles mitnimmt. Ah, Kultist. Puh. Bin ich aber schon mal gut am Wegbraten hier. So, rote Jute. Rote Jute. Da gibt's Fenris Haarbündel, Fenris Mantel. Leute, wir können uns die Fenris Rüstung zusammenbasteln. Aber das muss man halt alles mitnehmen, ne?
Fenris Haarbündel hier. Hier gibt es die Klaue, hier gibt es noch eine Klaue, da gibt es die Fleischreißer und dann können wir den nächsten den Wolverine machen. So, kann ich den nicht auch noch zerstören? Doch, ich wollte es gerade sagen, es gibt da auch nochmal Jute. So, auch die Fleischhaufen immer untersuchen, da gibt es manchmal auch Silberketten drin, Münzen, ihr seht es ja gerade selber. Innereien ist natürlich absolut tabu. Da habt ihr Silberhalskette, die brauche ich nämlich auch für irgendeinen Gegenstand, brauche ich die, ich weiß aber gerade nicht mehr was. Aber ist auch nicht weiter wichtig. So, Feuerchen kann man auch zerlegen. Stühle kann man auch zerlegen, das gibt auch nochmal Holz, manchmal gibt es auch Kupfer noch. Also eigentlich immer alles zerlegen, was es hier irgendwie zu zerlegen gibt. Und das sind alles Materialien, die könnt ihr mitnehmen, die gibt es völlig for free. So, warum ich diese Schüssel hier nicht treffe, weiß ich nicht. Und ich würde auch empfehlen, mit Silberwaffen hier reinzugehen, Leute. Macht absolut Sinn. Weil, ihr wisst ja, Wölfe und Silber, sagenmäßig, vertragen die sich nicht so gut. So, hier muss man aufpassen, hier schwirren nämlich auch hin und wieder noch Dings rum, Fledermäuse, die ich besonders eklig finde. Also nicht, dass ich prinzipiell was gegen Fledermäuse hätte, aber die sind total nervig in dem Spiel. So, was schläft da vorne? Da schläft doch irgendwas. Komm, da schmeißen wir mal einen Silberpfeil an. Silberpfeil haben wir geladen. Oh, den hat es schon zerlegt. Das war wohl ein ganz normaler Fenring, der hier gepennt hat. Genau, ich habe es nämlich einen Wolfszahn. Hier muss man immer aufpassen, weil das teilweise so verschlungene Pfade sind. Ja, und auch gerne immer diese Vorhänge abzunehmen. Das gibt nämlich rote Jute. So, manchmal lauern sie hier um die Ecke, ne? Sag ich doch. Alter Verwalter, da erschrickt man sich aber auch immer. Sorry, wenn ich gerade so ins Mikrofon blöcke. Ich sehe gerade, ich habe es fast direkt vor der Nase hängen. So, nehmen wir auch mit. Hier zwitschern schon wieder die Dings. So, wisst ihr was? Die Innereien, die lassen wir einfach hier. Die brauchen wir nicht. Knochenfragmente brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Die Fennel hier klauen, natürlich. Schätze und so auch. Nee, mitkommen, bitte. Kohle kann ich eigentlich ganz gut selber herstellen. Lassen wir den Schrott erstmal hier, mit den Innereien kann ich eh nichts anfangen. Boah, hier das Feuer lassen wir brennen. Aber guck mal, hier ist noch eine Klaue. Die nehmen wir natürlich gerne mit, Freunde. Sehr gerne. So, hier haben wir noch einen Fleischhaufen. Ja, wie gesagt, immer mitnehmen, da könnten Dings drin sein. Boah, das ist total spooky, oder? Wenn es hier drin rumpelt und pumpelt. Okay. Von wo bin ich denn gekommen? Ich glaube, ich bin von hier gekommen, ne? Genau, da bin ich rein. Die Tür habe ich aufgemacht. Muss man ja mal gucken. So. Hier waren wir drin. Genau. Ach, guck mal, hier sind noch Fenrishaarbündel. Mitnehmen. Immer mitnehmen. Ganz wichtigere Materialien. Da ist noch was? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach durch die Tür. Da kommen gleich Fledermäuse bestimmt hoch. Ah, das ist so ein Treppenaufgang hier. So, gibt es hier noch irgendwas? Nee. Hier ist eine Sackgasse. Die kann man zwar zerstören, aber das bringt leider gar nichts. Keine Materialien, nichts. Also kann man sich das auch sparen, die zu zerdeppern. Da sind diese nervtötenden Fledermäuse.
Ich erschrecke mich immer noch zu Tode. So, wo geht's hier lang? Hier war ich noch nicht. Das heißt, hier wird's gleich wieder gefährlich. Erstmal das Fenrisar-Bündel mitnehmen. Jute mitnehmen. Guck mal, da gibt es noch ein paar Goldmünzen. Die Skelettknochen, die können wir eigentlich liegen lassen. Die brauchen wir nicht. Aber, guck mal hier. Da ist wieder eine Fenrisklaue. So, Fleischhaufen. Silberkette, sehr schön. Da haben wir wieder eine. Okay. Ich würde mal sagen, da wo wir drin gewesen sind, da hauen wir einfach mal die Kohlenpfannen auseinander. Da wissen wir nämlich, dass wir da nicht mehr langlaufen müssen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier runter zu gehen. Oder auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter. Nein, bleib stehen. So, manchmal weiß man, wir haben das letzte Mal, Freitag, als wir drin gewesen sind, haben wir auch lange überlegt, wie wir denn gegen diese Fledermäuse ankommen. Man muss einfach einen Moment abwarten, bis die sich vor einem positionieren. Dann kannst du die nämlich ganz easy peasy erledigen. So. Aha, guck mal hier. Himmelarsch, die verbrennt ja aber auch die Kiste, du. Okay, ich muss sagen, mit Silberschwert und so sind die jetzt auch nicht so schwer zu erledigen. Das kriegt man ganz gut gewuppt. Ich muss gerade mal ein bisschen schauen, wie es aussieht mit meinem Life. Ich würde sagen, wir schmeißen schon mal nach. Ja. Gute Entscheidung, sehr gute Entscheidung. Die sind auch nicht so treffsicher, ne? Die hauen auch erstmal in eine Richtung. Und dann kannst du ganz gemütlich an dem vorbeispazieren. Ist natürlich, wenn du mit mehreren Leuten drin bist, ist das teilweise ein richtiges Tohuwabohu. So, hier kommen die Lederreste. Ne, das Holz lassen wir wieder hier. Die Jute brauchen wir, das brauchen wir auch. Kohle kommt wieder rein, Skelettknochen kommt wieder rein, Fleisch kommt wieder rein, haben wir wieder Platz. So. Aha. Da springt wieder irgendwas rum. Irgendwas ist hier, macht hier Theater und rappelt und Hammer. Was für eine Geräuschkulisse. So. Einfach nur wieder für mich zu markieren, dass ich hier schon gewesen bin. Ich finde diese Stufen ja auch sehr geil, ne? Ich wünsche, die könnte man dann auch bauen. Ja, kannst du aber leider so nicht. So, ich weiß nicht, wo es lang geht, wenn wir hier runterlaufen. Ich bin so eine verkackte Fledermaus. Und was machen die? Die bringen eigentlich null, ne? Die gehen einem nur auf den Sack. Sonst machen die nichts.
Ah, so, da bin ich gerade gewesen. Alter, wie tief ist denn die Höhle, ey? Oha! Muss ein bisschen aufpassen, ey. Nicht, wenn der hier mal so vorstürzt, ja, dass ich dann gleich unten liege. Seht ihr, die kommen irgendwann auf euch zu. Ach doch, die... Was erzähle ich denn? Die geben ein paar Lederreste. Also so ganz unsinnig sind sie nicht. Was ist denn das hier? Ist das ein unterirdischer See oder was? Ja, hallo, 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 hallo. Wie geil ist das denn? Ey, Leute, guckt euch das mal an. Ist das fett, oder? So, was haben wir denn für Pfeile geladen? Ja. Göttliches Aimer. Es kommt wieder. Trifft er auch? Das ist eine unterirdische Höhle hier, ne? Hammer! Wieso trifft er denn nicht? Ach, keine Ausdauer mehr. Das ist schon sehr spooky, die Geräusche, die hier kommen, ne? Da ist so eine Angel, oder? Oh, krass, Freunde. Na, dann bleib halt da stehen. Macht's mir einfacher. Dir den Arsch wegzuschießen. Oh, Ausdauer, Ausdauer, ich brauche Ausdauer. Da, da, da. Ja, Mann, so wird doch was draus. So, jetzt muss ich mir das hier angucken. Ey, das ist ja der Hammer. Das habe ich noch nie gesehen, ne? Das ist eine unterirdische Höhle. Ich hoffe, ihr könnt das im Ansatz sehen im Video. Wie gut das hier aussieht. Guck mal, was es hier für Kristalle gibt, ey. Das ist der helle Wahnsinn. Leute, da muss ich doch echt mal einen Screenshot von machen, ne? Habe ich Holz einstecken? Nee, natürlich nicht. Ich habe es oben gelassen, ich doof. Jetzt hätte man hier nämlich mal Dings am Nachmittag. Kann ich hier Kohle reinschmeißen? Ne, scheiße. Da ist eine Angel. Das ist einfach eine Angelrute da. Ich muss sie noch nicht mal bauen.
Guck mal, was es hier gibt. Lederreste ohne Ende. Das, der hat sich mit den ganzen Dings angelegt hier, ne? Mit den Fledermäusen. Also am Freitag im Stream meinte einer, Mensch, es gibt irgendwie eine unterirdische Höhle, die ist gefunden worden und das ist immer sehr unregelmäßig, wie die auftaucht. Aber Leute, richtig geil, wir haben sie gefunden. Richtig cool, ey. Geil, komm, die Angel nehmen wir auch mit. Zack. Angel an der Sonne, jawoll. Ah ja. Gut, ich würde sagen, wir machen uns mal wieder auf den Weg nach draußen. Denn ich bin der Meinung, ich hätte jetzt alles abgegriffen. Was liegt da noch was? Ich habe es einfach hingeschmissen. Auch kein Platz im Inventar. Dann raus. Raus. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Leder nehmen wir mit. Knochen brauchen wir nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus? Was haben wir denn jetzt alles dabei? Haarbündel haben wir, 6 Klauen haben wir, 10 Jute haben wir, 16 Splitter, Kristallsplitter, sehr geil. War ja eigentlich schon mal eine ganz gute Ausbeute, ne? Aber was eine Wahnsinnshöhle und der Aufgang hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich ärgere mich jetzt schon, dass ich die Kopflampe nicht mitgenommen habe. Aber wer konnte dann damit rechnen? Und da ist noch ein Wegvisier, ne? Genau. So, wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, erstmal mit Ausdauer. Ohne Ausdauer geht nichts. Ich bin so fertig hier. Wegvisier Drachenmutter. So. Das ist ja toll. Mensch, die liegt ja quasi um die Ecke. Na gut, wir nehmen die Kristalle mit. Freuen uns, dass wir die Drachenmutter gefunden haben. Klettern dann hier mal wieder hoch. So. Alter, von wo sind wir denn hier gekommen? Ich glaube, da geht es aber auch nicht weiter da hinten. Nee. Ich muss echt aufpassen. Wenn ich hier abschmiere, dann könnt ihr mich vom Boden auflesen. So. Wo geht's denn da hinten lang? Ich glaube, von da bin ich gekommen, ne? Ging es hier noch weiter? Ja, hier sieht es doch auch gut aus. Guten Tag. War ich hier schon mal? Oh, hier war ich tatsächlich schon mal. So, Welt wieder am Speichern. Was ihr übrigens auch machen könnt, ihr könnt auch die Türen kaputt machen. Ja, da droppt dann vielleicht auch noch mal. Guck mal, da hätte ich jetzt Holz. Da gibt es nämlich Eisen manchmal for free. So, wo geht's hier lang? Sackgasse. So, von da bin ich gekommen. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen hier. So, was ist hier? Achso, ja. Das gönnen wir uns nochmal. Dann nehmen wir mit. So, haben wir hier irgendwo noch Fleischreste? Nee. So, dann können wir hier auch mal wieder die Knochenreste reinschmeißen. So, die machen wir aus. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Da ist der Ausgang. Sehr schön. Ja, Freunde. Da sind wir auch fertig mit der Höhle hier. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, wo ist Wolfgang Nummer 5?
Aber echt schwierig mit dem Personal. Wolfgang Nummer 5 ist weg. So, ich würde sagen, ich flitz mal eben zur anderen Base rüber. Flitzen. Die Betonung lag beim Flitzen. Wo ist mein Wolfgang hin? Der wird sich doch jetzt nicht im Wohlgefallen aufgelöst haben. Es ist echt schwierig mit der Wolfszucht, ne? Vor allem ist da die KI der Wölfe ist echt noch anstrengend. So, ich will aber eigentlich nur zurück in meine Base, weil ich wissen möchte, was ich da jetzt, beziehungsweise was ich an der neuen Rüstung, ob ich vielleicht schon Teile von der Fenris-Rüstung bauen kann. Das wäre natürlich richtig geil. So, da unten ist sie doch. Außerdem will ich da gerne meinen Spawnpunkt wieder setzen. Also die Hütte, die ich da hinten an der Höhle gebaut habe, die war natürlich ja, schon übertrieben. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ich da alleine zurechtkomme, weil das war am Freitag, als wir das gemacht haben, war das schon recht Tohuwabohu, sage ich mal. Und da, das war noch nicht klar, ob wir das überstehen. So, wollen wir doch mal gucken, was können wir denn herstellen hier? So, davon können wir noch nichts herstellen. Wie sieht's hier aus? Ach, auch leider noch nichts. Ah, guck mal, wie viel wir davon brauchen. Alter, Alter, Alter. So, aber den Fenris-Helm gibt's schon? Nee. Den gibt's noch nicht. Na gut, Freunde. Da muss ich dann wohl nochmal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Gut, ich würde sagen, Freunde, das war's für heute. War ja schon wieder eine übertrieben lange Folge. Lag aber jetzt daran, dass es halt echt viel zu entdecken gab. Diese geile Höhle, diese unterirdische, habe ich noch nie gesehen. Richtig geil. Jetzt wisst ihr wenigstens auch, dass es sowas gibt. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt, auch wenn es heute wieder länger gewesen ist. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die neue Woche und hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche bei Veggieheim wieder, beziehungsweise die Woche kommen wir wieder wie Rising Videos, auch da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Schönen Sonntag noch, tschö, mit Ö.